starke Wind spiegelt sich nicht in den Wellen des Wassers wider. Hat nachgelassen und wir wollten einmal uns aufmachen in den Ort, ein bisschen Schaufenster bummeln. Na, da hatten die Restaurants und Imbisse geschlossen. Auf dem Rückweg wurden wir klitschnass. Nach einem guten Frühstück liegen wir auch schon wieder auf der Straße in Richtung Edam. Edam haben wir natürlich nicht immer den regulären Weg genommen. Wir wollten noch mal links abbiegen. Ups, das sieht nicht ganz so gut aus. Mal sehen, wo wir da noch landen. Den ganzen Ort verspaziert. Also es sind ganz tolle Häuser, kleine hübsche Gassen, ja, und am Ende natürlich Käse gekauft. Thank you.
muss warten, bis Herrchen mit dem Käse kommt. Stellplatz am Graben, kostenlos für eine Nacht, einfach gemacht, und gegenüber ein Bäcker.